Hallo YouTube, was geht ab? Ich bin wieder zurück und zwar mit einem neuen Opening. Und zwar haben wir uns hier wieder vier Premium Packs gegönnt. Und ich würde sagen, wir öffnen die Schätze natürlich gleich nach meinem Intro. So, da bin ich wieder und ich würde sagen, wir öffnen jetzt diese schönen Schätze hier. Es sind wieder vier Stück an der Zahl. Wie Sie sehen können, im neuen Gewand. Ich habe mir einen neuen Hintergrund gegönnt. Ich finde, das sieht auch richtig nice aus. Das hat auch auf jeden Fall mal ein Like auf YouTube verdient. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir öffnen die Dinger und sehen uns gleich wieder. Da bin ich auch wieder. Wir haben hier insgesamt 16 Booster, also 16 Versuche, die sogenannte God Rare zu ziehen. Und ich bin gespannt, meine Freunde, wie es ausgehen wird. Ich tue die mal hier zur Seite. Und wir öffnen die eins nach dem anderen, wie immer mit der Schere. So, es ist ja schon gefühlt der tausendste Versuch, diese wunderschöne Karte zu ziehen. Aber ich sehe es auf jeden Fall schon mal glänzen. Und es ist eine Holo Rare, eine Common Karte in Holo. Und hier haben wir eine neue Karte, und zwar eine Special Rare. Und die haben wir noch gar nicht gezogen. Die sieht ja mal richtig heftig aus. Und zwar handelt es sich um Super Saiyan God Trunks Power Awakened. Und die sieht ja mal anormal heftig aus. Ich sage ja, diese Premium-Boxen, die gönnen einfach. Also ich weiß nicht, was ich gefrühstückt habe. Aber diese Boxen, die sind einfach unnormal heftig. Ich habe da echt Glück, was ich mit der Pullrate hier habe. Das ist auf jeden Fall schon mal echt heftig. Und das ist Booster Nummer 2 und hier haben wir schon mal eine neue Karte. Und zwar Uncommon Holo, Gogeta und Black Goku. Also cool, die ziehen auch immer unterschiedliche Karten bis jetzt. Also ich ziehe so gut wie keine Doppelten. Das ist doch schon mal sehr nice. Weiter geht's mit dem dritten Booster. Würde mich auf jeden Fall freuen, meine Freunde, wenn ihr diesen Kanal unterstützt und somit auch mir helft, diesem Kanal fortzuführen. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dieser neue Hintergrund verdient auf jeden Fall ein Like und ein Abonnement. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und hier haben wir einen neuen Engel gezogen aus Universum 1. Den habe ich auch noch nicht gehabt, den Boy. Und das ist hier eine Rare Holo. Richtig schön die Karte. Und hier haben wir noch einen Vegeta. Ich glaube, die haben wir auch schon mal gezogen in Holo. Und wir starten jetzt mit dem nächsten Booster. Das ist jetzt das Booster Nummer 4 aus dem ersten Premium-Set. So. Okay, was haben wir hier? Skippen wir mal das Ganze hier durch. Denn die schöne. Oh, hier haben wir noch eine neue Karte. Einmal Whis in Awaken. Und das ist die normale Form quasi. Und dann dreht man die Karte. Und da hat man hier diesen coolen Effekt noch. Richtig schön. Und ein Super Saiyan Trunks. So, das erste Pack war auf jeden Fall schon mal richtig nice. Weiter geht's mit dem zweiten Premium Pack. Ihr könnt mir gerne ja in die Kommentare schreiben, ob ihr denn schon angefangen habt, das Card Game zu öffnen von Dragon Ball, wie ihr das so findet. Gefällt euch das? Ich finde das auf jeden Fall von der Qualität richtig nice. Und mit der neuen Rarität, die sie hier eingefügt haben, auf jeden Fall super interessant für viele Sammler von euch, kann ich mir gut vorstellen. Hier ist eine Common Inhole. Bin mir sicher, die habe ich schon gezogen. Aber wir haben immer mindestens einen Holo-Hit. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob das üblich ist bei dem Card Game. Aber das ist auf jeden Fall mal nice, dass man immer quasi was zieht, was nach was aussieht auch einfach. Ich finde ja, diese Holo-Karten von Dragon Ball stechen auch besonders von der Qualität heraus. Und dieses Booster geht wieder besonders schwer auf. Vielleicht ist das wie beim letzten Mal auch wieder ein Zeichen. Wer weiß. So, wir haben hier einmal C17 und Freezer. Was haben wir hier so Schönes? Die letzte Karte. Die haben wir noch nicht gezogen. Das ist hier einmal eine Holo. Die habe ich jetzt das dritte Mal schon. Und hier nochmal ein Engel aus Universum 10. In Super Rare. Richtig nice. Die Karte sieht richtig schön aus. Die fehlt mir noch. Ich glaube aber, ich habe die dann so langsam alle komplett. So, das ist jetzt das dritte Booster aus der zweiten Premium-Box. Ich öffne ja heute insgesamt vier Stück. Deswegen holt euch gerne was zu trinken, pausiert, holt euch irgendwas zu naschen, denn das geht ein bisschen länger heute. Denn ich habe mir auf jeden Fall ein sehr hohes Ziel gesetzt.
Wie ihr wisst, will ich ja. Oh, die ist ja wunderschön, die Karte. Golden Freezer und C17 in Ankommen komplett in Holo voll. Die sieht ja richtig schön aus. Ich habe die ja davon Ankommen ohne Holo gezogen, aber mit Holo-Effekt sieht ja mal wieder richtig nice aus. Das sind dann so richtige schöne Full-Art-Karten. Richtig geil. Also ich mag dieses Set so sehr, das macht echt Laune zu öffnen. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein großer Fan ist von Dragon Ball. Und ich bin sowieso ein Riesenfan von Vegeta. Und als ich gehört habe, hier gibt es die sogenannte God Rare. Und die ist nicht nur die wertvollste Karte in dem Set, sondern sieht meiner Meinung nach sogar noch am schönsten aus. Und wir haben hier einen Freezer, ein Uncommon Holo und eine Pan. Richtig nice. Cool. Die sieht ja auch geil aus. Die habe ich auch noch nicht gezogen. Also wenn das hier so weitergeht, dann mache ich ja das Set schneller voll, als ich gucken kann. Okay, ich habe ja auch gefühlt nur 40, 50 Booster geöffnet von dem Set. Also wäre jetzt auch nicht so verkehrt, wenn wir das so easy hinkriegen könnten. Aber, die habe ich auch noch nicht gezogen. Die sieht ja mal richtig geil aus. Das ist eine Uncommon wieder. Und, leider nichts. Aber die, schaut euch die mal an. Die sieht ja mal richtig nice aus. Uncommon Holo. Trunks und Vegeta zusammen. Geil. Die sieht ja richtig heftig aus. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier wieder die Awaken Form. Und so sieht die normale Form aus quasi. Trunks verwandelt sich dann zum Super Saiyajin mit seinem Vater zusammen. Das sieht ja mal richtig heftig aus. Für Uncommon und Common Holo Karten, die sehen doch echt heftig aus, oder? So, weiter geht's. Wir sind jetzt an der Halbzeit angelangt. Wir haben hier noch... Ne, 4, 7. Wir haben noch 7 Booster. Joa, ist ja quasi die Hälfte von 16. Das ist jetzt das zweite Booster aus dem dritten Set. Schauen wir mal, Mira haben wir auch noch nicht gezogen. Was haben wir hier? Was haben wir? Sehen wir was schon? Und, Super Shenlong. Ein Ankommen und wieder in Holo. Richtig schöne Karte. Da sehen wir wieder diesen Effekt ganz gut von der Holo voll. Die Karten fühlen sich auch dicker an als Pokémon-Karten. Richtig nice. Schön, schön, ey, da freue ich mich sehr. So, weiter geht's. Wie ihr seht, öffne ich die Karten ja immer mit der Schere. So finde ich, kann man die Booster am besten öffnen und nicht so an der Lasche an der Seite. Da kann man die Karten beschädigen. Das habe ich anfangs gemacht. Ging nicht gut aus, kann ich wirklich nicht empfehlen. Und hier haben wir wieder ein Engel aus dem Universum 12. Und, die haben wir schon gezogen. Das ist die schöne Tova und zwar einmal wieder in Super Rare. Richtig cool. Ich glaube, das ist jetzt meine zweite oder dritte Karte. Coole Ausbeute. So, wir haben jetzt nur noch 5 Booster. Also wir sind auch fast durch, meine Freunde. Aber ihr könnt so lange schon mal ein Abo da lassen und ein Like, würde ich mich mega freuen. Kuss geht auf jeden Fall raus an euch alle, die bis hierhin zugeschaut haben. So, was haben wir hier? Was erwartet uns? Ach cool, Son Gohan. Kommen in Holo und einmal Vegeta. Die habe ich auch noch nicht gezogen. Richtig nice, auch dieser Effekt hier. Geil, freue ich mich. So, wir sind jetzt bei den letzten 4 Boostern angekommen. So schnell geht das auch schon wieder. Ich würde sagen, wir fangen von links nach rechts an und öffnen dieses schöne Booster einmal. So, was erwartet uns hier? Sind wir mal gespannt, was wir hier haben. Ach, die haben wir gerade gezogen in Holo. Und, ach, die Pan, die haben, die Mai, ich verwechsel die immer, sorry. Das ist die Mai in Holo. Coole Karte und Frost einmal. So, es sind die letzten 3 Booster. Vielleicht bringt uns ja Son Goku die genötige Energie, die wir brauchen, um die God Rare zu ziehen, wer weiß. Aber sollte ich die ziehen, wäre es auf jeden Fall mega. Würde ich mich sehr freuen. Und einmal Whis, ich glaube, die Karte habe ich auch noch nicht. Einmal in Rare Holo und einmal Son Gohan. Die sieht ja cool aus. Universum 7, ja klar, das ist ja das Universum, was wir alle kennen. So, die beiden letzten Booster. Ich wünsche mir auf jeden Fall Glück.
dass da noch einen coolen Abschluss hier haben. So, Bulma. Aha, so. Ich sehe schon wieder glitzern. Was haben wir hier? Alter, die habe ich ja auch noch nicht gezogen. Es ist eine Common in Holo und... Ah, die habe ich auch schon mal gezogen. Ich glaube, den müsste ich jetzt schon dreimal haben, diese Super Rare. Die sieht ja auch fantastisch aus. Schade, aber leider kein Vegeta. Wir sind jetzt beim letzten Booster angelangt. Vielleicht bringt uns ja der Sohn Trunks etwas mehr Glück. Wer weiß, vielleicht glaubt er an seinen Daddy und wir ziehen die schöne Karte. Okay, es fängt schon mal gut an mit einer Awaken-Karte. Das ist die normale Form von Champa. Sieht auch interessant aus. Und was haben wir hier? Vegeta. Ich sehe schon was. Wer weiß, wer weiß. Okay, das ist einmal eine Rare-Karte, wie man sehen kann. Und schade, Frost wieder gezogen. Aber die habe ich auch noch nicht. Schade, meine Freunde. Trotzdem mega geile Ausbeute. Wie gesagt, liked auf jeden Fall diesen Kanal, Fortinizer. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Habt da einen schönen Tag. Haut rein.